Hey Leute, ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zu Pokémon Colosseum. Wenn ihr den letzten Part geschaut haben solltet, dann wisst ihr, dass wir im letzten Part gegen Darkrim gekämpft haben. Darkrim im Englischen. Und wir wurden ziemlich hart vernichtet von ihm. Daraufhin habe ich gesagt, okay, ich werde mein Team mal ein bisschen umsortieren. Ich habe drei Pokémon entkryptonisiert. Zum einen Mantax, Morlord und Hubbeluff, was Super Punga wurde. Und nur eins davon hat einen Spitznamen, und zwar Mantax. Es wurde vorgeschlagen Matthew, aber da Matthew schon mein Sadama ist aus der blauen Nuzlocke, habe ich gesagt, nenne ich das Ding einfach Matt. So wie Matt, nur wie mit A. Und wenn ihr Spitznamen haben solltet für Morlord oder Papunga, dann in die Kommentare damit. Einfach in die Kommentare damit. Ich brauche gute Spitznamen für die Dinger. Und ja, wir haben festgestellt, dass Drakim seine Pokémon auf einem extrem hohen Level sind und ziemlich böse Taktiken beherrschen. Selbst mit Psyana, was wirklich jeden einzelnen Kampf mitgemacht hat bisher, war das absolut vernichtend für uns. Und naja, ich habe mein Team ein bisschen umgestellt auf primär Flugtypen. Denn seine Taktik besteht meist aus, ich hau Erdbeben rein und mach Schutzschild. Und außerdem habe ich noch Dummiesel dabei für den Fall der Fälle, dass ich dann doch mal Giftblick treffen könnte. Auch wenn es eine 75% Chance hat. In späteren Generationen ist es 100%. Wusste ich leider nicht mehr. Das war ziemlich doof. Aber ich bin der... ich habe die Hoffnung, dass ich ihn heute besiegen kann. Und naja, das heißt, wir gehen ihn jetzt an. Ja, du lernst sehr langsam. Wie oft muss ich dir denn noch beibringen, dass du gegen mich keine Chance hast? Ja, das... auch so ein Ding. Wenn man gegen jemanden verliert in diesem Spiel, der Text ändert sich von denen am Anfang. Das ist ganz cool. Außerdem sind deren Teams nicht festgelegt, in welcher Reihenfolge die reinkommen. Es ist komplett, naja, random. Da kann jetzt... er hätte jetzt ein Geo, was vorne sein können, und ein Kamerupt. Es hätte aber auch einfach sein können, dass da kein Metang vorne wäre. Was mich ehrlich gesagt gefreut hätte. Aber so haben wir die Möglichkeit, schön einmal mit Surfer. Nebenbei. Surfer ist sehr gut, weil Mantax hat zwei Ohrabsorber. Und heilt sich somit ein wenig. Blödes Kamerupt. Psychokinese. Gut. Ich will mal schauen. Absorbiert das komplett den ganzen Schaden? Scheinbar nicht. Oh, das war ein Crit. Sehr schön. Schützt sich selbst. Und Mantax wird gar nicht geheilt, weil es dann gar nicht Mantax trifft. Ich vergesse das immer. In späteren Spielen hätte es wahrscheinlich Mantax geheilt. In diesem hier nicht. So. Morlord macht dann mal Amnesie. Es macht einfach Amnesie. Ich weiß, dass Mantax eventuell Kamerupt rausnehmen kann. Ja, sehr gut. Ich hätte jetzt noch mit Surfer angreifen können, aber ich will eine Amnesie aufsetzen, damit ich irgendwo ein bisschen die Verteidigung, Spezialverteidigung erhöht bekomme. Denn gerade gegen sowas wie Psychokinese würde ich doch ganz gerne ein bisschen Schutz haben. Ein bisschen Sicherheit. Außer es ist ein Crit. Na, dankeschön. Da geht meine erste Strategie hin. Ich hätte mich vorgehabt, wenn einer von den beiden Schutzschild einsetzen sollte in der nächsten Runde, wechsle ich auf Papunga. Nee. Naja, komme ich halt so zu Papunga. Mit Papunga habe ich eine Pflanzen-Step-Attacke, Megasauger. Was mir zum einen ermöglicht, mich zu heilen. Zum anderen kann ich Morabel damit mit einem Schlag rausnehmen. Und für den Fall der Fälle Schlafpuder zum Einschläfern der gegnerischen Pokémon und Baumwollsaat. Und wenn es hart auf hart kommt, Synthese. Papunga ist ein richtig gutes Pokémon hier in dem Spiel. Zumal ist es echt verdammt schnell. Nur sein Spezialangriff mit Megasauger ist etwas mies dafür, dass es vierfach effektiv ist. Aua. Habe ich Bodycheck eingesetzt? Oh. Ich wollte eigentlich super Schaden. Egal, was soll's. Solange ich jetzt nicht drauf gehe, ist alles gut. Außerdem, Papunga ist echt
knuffig irgendwo. Stampfer. Ist das nicht eine Zuchtattacke auf dem Ding wieder? Sieht für mich stark nach Zuchtattacke aus. Gut, ich wollte eigentlich Superschall machen. Ich bin ziemlich doof. Hätte es getroffen, wäre es super gewesen. Egal. Machen wir es jetzt. Beziehungsweise machen einen Blubstrahl und machen einen Megasauger. Außerdem tanzt das Ding so schön. Ich finde es super. Blubstrahl nimmt dann das Morabel ziemlich stark raus. Man muss aber wirklich bedenken, wenn man keine Flugtypen im Team hat, kann dieser Kampf extrem unfair sein. Weil er wirklich auf allen seinen Pokémon Schutzschild und Erdbeben spielt. Und man kann froh sein, dass er nicht wirklich alle volle durchentwickelt hat. Weil wenn er es hätte, Kampf wäre eigentlich ziemlich Bullshit, ziemlich übertrieben schwer. Gut, was ich jetzt mache, Superschall und Megasauger. Oder mache ich Schlafpuder? Nee, Megasauger. Das wird auch nicht reichen. Weil Megasauger einfach viel zu schwach ist. Haben sie ein bisschen verstärkt, glaube ich noch. Aber wenn wir Gigasauger bekommen sollten, irgendwann in der Zukunft, auf Papunga, dann haut das Ding auch ordentlich rein. So, Metang ist verwirrt. Hau dich selbst bitte. Dankeschön. Boah. Das Ding. Risikotackle. Das tötet. Nicht. Papunga. Sehr gut. Blubstrahl auf das Ding und Megasauger auf Geowatz. Das sollte auch reichen. Sehr gut. Denn das nächste Pokémon, was kommt, das haben wir im letzten Part schon gesehen. Ganz kurz, er hat uns einmal einfach angegriffen, wir waren tot. Ist sein Ass, sein Entei. Und glaubt mir, in der Vergangenheit habe ich das so oft gespielt, das Spiel. Also durchgespielt habe ich, glaube, 2-3 Mal nur wirklich. Wobei, 4 Mal. 4 Mal durchgespielt. Oh, sehr gut. Sehr gut. Er ist das jetzt umhauen. Und Drakim war immer so der Knackpunkt im Spiel. Das war immer der Punkt, wo ich teilweise Spiele einfach aufgehört habe zu spielen, weil die einfach mal zu blöd wurden. Gut, sagen wir hier Matt. Da werde ich einfach einen Pokéball draufschmeißen. Weil es wirklich keinen Sinn macht, das zu schwächen, weil es sich einfach umhauen kann. Und wir machen Schlafruder. Hoffentlich treffen wir damit, weil sonst haut das uns einen Feuersturm um die Ohren und dann sind wir zu Brei verhauen. Und das gefällt mir nicht. Entei, wie auch in den Originalspielen, hat eine Fangrate von 3. Ja. Ich meine, es war 3. Ich hoffe, es war nicht 3. Das Ding ist schneller als wir. Oh. Da geht er noch nur sicher. Krass. Das war doch Fangrate 3. Ich meine zumindest, dass es Fangrate 3 war. Gut, dann bringe ich jetzt nächstes halt einfach Wablu raus. Und Entei kann zum einen, wenn man sich hier gefangen bekommt, man kann es später nochmal fangen, klar, kein Problem. Es kann große Probleme verursachen. Oder es kann durch das Teammitglied von Drakim besiegt werden, einfach so. Weil es ist, naja, Erdbeben trifft halt alle. Nicht so cool. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn sich das Ding einfach selbst umhaut, wenn man es nicht gefangen bekommt. Ungefähr so wie jetzt gerade, weil wir es nicht gefangen bekommen. Wegen Kryptoschlag zum Beispiel. Spammt das sehr gerne mal. Alter! Spammt es sehr gerne mal und haut damit auch gerne mal Pokémon mit einem Schlag um. Uncool. Es zu schwächen, würde ich abraten, wirklich. Es sei denn, man will es irgendwo mit, naja, Superschall treffen. Und Giftblick. Feuersturm. Oh oh. Dummiesel MVP, yo. Superschall trifft, sehr schön. Diese
Ding wenigstens mal verwirrt. Da es hier keine Pokémon gibt, die irgendwo Heilwoge beherrschen können oder so, was leider traurig ist, wäre nämlich super schön. Ist die einzige Möglichkeit, wie man das wirklich fangen kann, einfach Bälle werfen, Bälle werfen, Bälle werfen, Bälle werfen, Bälle werfen. Und Timerball erhöht seine Effektivität, ich glaube, aufs Maximum nach 40 Runden. Es kann also ein bisschen dauern. Man könnte es zwar am Anfang so ein bisschen, ja, man könnte es ein bisschen schleifen lassen, wenn man mag. Rate ich aber sehr dringend davon ab. Außerdem greift Entei lieber Pokémon an, die ein bisschen schwächer sind. Sowas, was es one-shotten kann, anders als Mantax. Weil bei Mantax hat es große, große, große Probleme. Außerdem, Kryptoschlag einsetzen, das kann auch mal helfen. Oh, das Ding haut sich so viel Schaden rein. Oh, oh. Nicht gut. So, Items. Deswegen wirklich, ich empfehle einfach, werft Bälle drauf, wie ihr könnt, ey. Und wenn's wirklich, wenn ihr wirklich einfach, ne, das Ding irgendwo schneller fangen wollt, werft Hyperbälle drauf. Ihr habt echt wenig Geld in dem Spiel und das sollte man wirklich im Hintergedanken behalten. Im Hinterkopf behalten. Oh, das könnte einem echt den Nacken zerbrechen. Weil alles, was ihr gesehen habt hier in meinem Inventar, was ich besitze, ich bin bankrott. Ich habe kein Geld mehr in dieses Spiel. Oh, Entei haut sich immer selber. Sehr schön. Ich habe wirklich kein Geld mehr in dem Spiel. Ich bin komplett blank. Und das kann ein bisschen nerven, ja. Pokéball, Kopfschlag und einfach das Beste hoffen. Einfach das Beste hoffen. Ich meine, es hat jetzt schon einmal gewackelt gehabt. Oder zweimal. Und der Kampf wird sich ziehen. Er wird sich einfach nur ziehen. Und Dummiesel ist aufgewühlt. Und Entei ist serviert. Und es setzt Biss ein. Verdammt. Tschüss, Dummiesel. War schön mit dir. Was man nicht vergessen sollte. Es setzt zwar Kryptoschlag ein. Es scheint auch eine physische Attacke zu sein. Vom Schaden, der das Ding austeilt damit. Ich glaube zumindest, dass es eine physische Attacke ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Dennoch sollte man ja nicht vergessen, Feuerattacken sind speziell. Unlichtattacken sind speziell. Und ich glaube, das Letzte, was es beherrschen kann, ist Stampfer. Also ein Reflektor bringt kaum was. Und ein Lichtschild wäre tatsächlich besser. Ansonsten einfach Glück. Einfach nur fettes Glück. Und ich werde mal schauen, wie lange ich hier durchhalten kann damit. Kryptoschlag. Aua. Das scheint ja doch physisch zu sein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich werfe noch einen Ball, einen Pokéball und dann werde ich mal versuchen. Ah, ich werfe einen Superball, was soll's. Und dann werde ich wahrscheinlich zur Stelle schneiden, wo entweder ein Pokémon hier umkippt oder wenn ich das Ding gefangen habe. Ja. Ich glaube, das werde ich so machen. Was man auch machen kann, generell, das eine Pokémon wirft den Ball, das andere heilt. Das hilft auch. Ziemlich stark sogar. So, Entei. Guck mal, dieser Ball. Er hat rote Streifen. Du bist rot. Im Gesicht. Magst du nicht reingehen? Bitte? Bitte? Wow. Super Bälle sind super geil, ja? Na, du miese kleine Ratte. Ratte. Keine Ratte. Eine Ratte. 4000. Ayo. Das ging schneller als erwartet. Nein, das ist auch echt nicht wahr. Ja, das ist krass. Bin mir ziemlich sicher, dass die Krypto-Pokémon auch keine erhöhte Fangchance haben, sondern dass sie wirklich die tatsächliche Fangrate haben, die sie auch besitzen, als wilde Pokémon. Naja, deswegen vorsichtig sein. Wer Pokémon so meisterhaft einsetzt, der... Wer bist du? Hey, Okapa.
Drakim! Ah, Eokapa. Tja, gegen diesen Kerl hättest du wirklich nicht die geringste Chance. Ich zieh mich zurück. Du gehst in Kulpas Labor und hilfst dort aus. Verstanden. Denk nicht, dass wir am Ende sind. Jeden Tag erschaffen wir mächtigere Pokémon. Bereite deine Pokémon also gut vor. Wir werden uns bestimmt irgendwann wiedersehen. Und der Typ macht einen Rückzieher. Er springt einfach weg. Der Typ ist richtig, richtig krass drauf. Und er hat was hinterlassen. Die V-Disc. Ein Item, was man wirklich braucht. Wenn man es vergisst und uns nicht gesehen hat, irgendwo, warum auch immer, hat man ein Problem. Denn man kommt einfach nicht weiter im Spiel. Na du? Puh, das war ziemlich knapp. Aber ihr habt mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Man nennt mich Gradio. Gardio. Ich bin Arealleiter hier auf dem Duellberg. Ich bin Cosma und das hier ist Mark. Freut uns, dich kennenzulernen. Cosma berichtet Gardio, was bisher geschehen ist. Ich bin entführt worden, er hat mich gerettet, er ist ein ehemaliges Mitglied. Und seitdem fangen wir Krypto-Pokémon und befreien deren Herzen, haben schon gegen zwei Admins gekämpft, Vorstände. Ich finde das Wort Vorstand irgendwie cooler als Admin. Vorstand. Und haben dich gerettet. Yay. Jetzt verstehe ich auch, warum die Kerle uns nicht angegriffen haben. Dies ist die Zeitflöte. Ich habe sie auf einer meiner Trainerreisen gefunden. Mit ihr kannst du genau ein einziges Mal Celebi rufen. Wahrscheinlich wäre es für diese Typen fatal, wenn Celebi und Krypto-Pokémon sich begegnen. Aber lass uns schnell ins Foyer zurück, anstatt hier rumzustehen. Ah, das war lustig. Jedenfalls, das hier gebe ich dir wohl besser. Das hier gebe ich wohl besser dir. Das ist deutsch und das ist korrekt. Eine Zeitflöte. Aber bist du sicher, dass du uns etwas so Wertvolles anvertrauen möchtest? Aber selbstverständlich, bevor diese Typen sie mir abnehmen, ist es mir lieber, wenn ihr die Zeitflöte sinnvoll nutzt. Rettet die Krypto-Pokémon vor diesen fiesen Gangstern. Das machen wir gerne. Aber zuvor, Loot. TM47 beinhaltet Stahlflügel. Ich finde eine der cooleren Attacken im Spiel. Und eine der seltenen Stahlattacken. Und es kann sogar ein Pokémon lernen. Nicht. Mantax kann es nicht lernen. Wieso kann Mantax keinen Stahlflügel lernen? Das Ding hat Flügel. Sein Körper besteht aus Flügeln. Ja. Danke, du hast Gardio gerettet, nicht wahr? Sobald das Training auf dem Duellberg wieder beginnt, werden auch wir am Coupon-Tausch alle Hände voll zu tun haben. Ah, die Austauschliste, Preisliste. Komm auf die Preisliste. Du kannst deine Poké-Coupons gegen folgende Preise eintauschen. Man kann dir kaufen Eisstrahl, Donnerblitz, Psychokinese, Flammenwurf und Doppelteam, warum auch immer. Und man kann 4 seltene Beeren kaufen. Überreste, Mentalkraut, Fokusband, Schlurkraut, Flinkelaue, Blendpuder, Kingstein, Scope-Linse, Walband und das war's. Kein Walschal und auch kein Walglas, aber ein Walband. Ja, damit ihr euch mal Gedanken machen könnt, Gen 3. Oh, Walband. Walband auf einem... Ja, so ein Walband auf einem bösen Hyperstrahl tut ganz schön böse weh. Naja, gut. Hat er noch irgendwas anderes zu sagen? Im Übrigen, du kämpfst doch schon länger gegen diese Bande, oder? Vielleicht solltest du demnächst mal hierher kommen, um zu trainieren. Du kannst bestimmt noch viel stärker werden. Aber ich warne dich. Wenn wir uns im Kampf gegenüberstehen, werde ich nicht zimperlich sein. Ich werde dich erwarten. Glaub mir, der Typ, der kann nix. So stark er sich stellt, aber er ist nicht stark. Kein Stück. Nein. Hingegen der Typ auf Ebene, ich glaube 70 oder 80, der war ordentlich stark. Der hat ordentlich genervt damals. Gut. Gut, gut, gut. Danke, Matt. Danke, Morlot. Und danke, Papunga.
Ihr habt diesen Kampf echt gut bestritten. Wir haben nicht mal Psyana einwechseln müssen. Großartig, bis auf am Ende. Und das hat nicht mal was gebracht. Ich danke euch. Ihr habt mir echt geholfen. Ihr habt mir echt gut geholfen. Dafür habt ihr euch eine Belohnung verdient. Und zwar könnt ihr jetzt einfach mal wieder getauscht werden. Ihr könnt wieder in die Box und euch ein bisschen Platz machen. Ich muss so kurz überlegen, wo war das genau? Wer kommt wo an welche Stelle? Also ich weiß, Entei kommt nach da ganz hinten, beziehungsweise kommt erstmal Plussel nach da unten, weil Plussel nervt sowieso die ganze Zeit rum. So, wir haben Entei, ne? Wollt ihr bestimmt schon mal sehen. Das Ding hat einen brutalen Angriff. Und Kryptoschlag. Tut ganz schön weh. Und ich bin froh, dass ich es so schnell gefangen bekommen habe, weil das Ding kann extrem nerven. Vor allem mit Drakim, sein Team. So, wen hatten wir alles im Team? Wir hatten im Team Mogelbaum. Psyana an erster Stelle hatten wir. Und ein paar Punge hatten wir auf der Box. Statt, ich glaube, Janma hatten wir auch schon befreit. Statt Midity. Midity war hier oben, an der zweiten Stelle. Gut, es fehlt nur noch ein paar Punkte an die Stelle, wo es eigentlich vorher war, und zwar hier drüben. Und dann haben wir alles wieder so sortiert, wie es eigentlich sein sollte. Yay. Puh. Und wie gesagt, wenn ihr Spitznamen haben solltet für irgendein Pokémon, und sei es auch Entei, ab in die Kommentare. Wobei Entei, das wird ewig dauern, das zu befreien. Man könnte es mit der Zeit für jetzt zwar schon befreien, aber ich lasse es lieber. Gibt nämlich Schlimmeres. Wesentlich Schlimmeres. Und es glaubt mir, das kann extrem böse werden. Gut. Raus hier. Duellberg ist befreit. Und wir haben einen minimalen Anhaltspunkt. Die Frage ist, wohin? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu unserem... zum Großvater von Cosma und sagen Bescheid, dass wir das geregelt haben. Beziehungsweise könnten wir zu Grant gehen. Oh, Cosma. Man hört am Duellberg, hattet ihr alle Hände voll zu tun. Sophos hat sich Sorgen um euch gemacht. Los, lauft schnell zu ihm und beruhigt ihn. Immer gerne. Also sind wir doch richtig hier. Ich dachte schon, ich hätte zu Grant gehen müssen. Gut. Keine neuen Nachrichten? Schade. Oh, Cosma. Und Mark, du auch. Gut, dass ihr wieder hier seid. Und wie steht's? Konntet ihr die Leute vertreiben, die den Duellberg besetzt hatten? Ja. Ganz meine Enkelin. Und du warst auch großartig, Mark. So ist das also. Ihr habt von Guardio die Zeitflöte bekommen. Dann solltet ihr sie so schnell wie möglich zum Sanktuarium im Heiligen Wald gehen. Solltet ihr so schnell wie möglich zum Heiligen Wald gehen und Celebi rufen. Das wird wohl geschehen. Ich bin schon ganz gespannt. Das werde ich nicht tun. Ah, natürlich. Das hatte ich fast vergessen. Mark, du musst mir noch die Nummer deines PD... dieses Dings verraten. Mark gibt sofort die Nummer seines PD... Dings da. PDA. Sehr schön. Wenn sich irgendwas ereignet, werde ich dir hiermit Bescheid geben. Und damit sind wir dann Brieffreunde. Oh Gott, Brieffreunde. Gut. Ja, wie alte Menschen so sind, ne? Sie werden einem ziemlich schnell mal anrufen und ziemlich hart nerven mit total bekloppten Nachrichten. Aber, wir haben ein neues Ziel auf der Karte, irgendwo, warum auch immer. Und zwar ein geheimnisvolles Labor. Ein mysteriöses Labor, das inmitten der Wüste finsteren Aktivitäten im Geheimen zu dienen scheint. Das ist Deutsch auf höchstem Niveau. Voll gut, fahren wir hin, das wird lustig. Und bekommen natürlich direkt eine Nachricht. Na, wer kann das denn so sein? Es ist... Disco-Bande. Ah, Grant hat angerufen. Disco-Bande. Mark, ich bin's, Grant. Sie haben eben zwei Typen geschnappt. Ich glaube, es sind Leute von D-Queen. Vielleicht haben sie dir etwas zu erzählen, aber sie stecken bei uns in der Restzelle. Komm also schnell nach Piritus. Es sind wieder heil und blöd, oder? Ich habe die zwei freigelassen, aber sie sind trotzdem blöd genug, um da zu bleiben. Dieses Haupttor ist verschlossen.
Und ein Schlüsselloch. Aber ich habe keinen Schlüssel. Doof. Und die V-Disk ist, mit dieser Disk steuerst du das UFO nach vorne. Was zum Teufel das auch immer bedeutet hat. Ich weiß es zwar, aber wenn man da zum ersten Mal hinkommt, denkt man sich so, what the fuck. Da drin liegt ein Item. Heißt, wir werden nochmal da reingehen können. War eigentlich zu erwarten. Und im Grunde genommen können wir hier gar nichts tun. Ich glaube, da hinten das Item ist auch... Nee, das ist außerhalb sogar. Cool, wir haben sogar ein Item hier, was ich mitnehmen kann. Na, was gibt's denn hier? 3 Beleber. Oh, nett. Gut, aber fahren wir nach Piritus. Oh yeah, Piritus. Und werden dann mal kurz... Ja. Soll ich sie jetzt noch ansprechen? Das lasse ich, glaube ich, im nächsten Part dann. Denn die Arrestzelle ist hier drin. Wissen wir ja. Und was gibt's denn eigentlich so? Ja, die beiden, die wir verhaftet haben, verraten uns überhaupt nichts. Vermutlich fürchten sie die Rache der Organisation. Du bist Mark, oder? Sag mir doch mal bitte die Nummer da von deinem PDA, ja? Mark gibt Herkules die Nummer seines PDA. Ich werde euch informieren, sobald wir das erfahren. Oh, sie wollen gar nicht sprechen. Okay, das ist ziemlich doof. Wisst ihr was? Die sind... Oh. Oh, die haben alle eingesperrt. Oh, selbst die Damen haben sie eingesperrt. Der ist natürlich doof. Wir haben noch immer den Zellenschlüssel. Also theoretisch können wir mit denen sprechen. Ich würde aber sagen, das machen wir im nächsten Part. Dann haben wir jetzt was zu tun. Und einen ungefähren Anhaltspunkt nutze ich diesen Part hier, um zu sagen, wir haben Entei gefangen. Fuck yeah! Gut, aber ich bin raus an der Stelle. Ich danke nochmal fürs Zuschauen und im nächsten Part sprechen wir mit den ganzen Zellengenossen und Genossinnen und haben eine Menge Spaß. Oh, Bad, bin ich froh, ey. Phew. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao.